Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut mal hier raus. Da liegt noch leichter Nebel auf dem Fluss. Ja, ich befinde mich an einem ganz ungewöhnlichen Platz. Ich habe heute Nacht mein Zelt hier auf dem Bootssteg aufgebaut. Ja, der Herbst hat Einzug erhalten und ich habe keine Angel im Wasser gehabt heute Nacht. Ja. Meine zwei Gäste, die habe ich abgeparkt. Walkie-Talkie hängt hier oben. Ah, Finny hat gestern einen Unfall gehabt. Deswegen war alles ein bisschen chaotisch. Ja. Hier liegt sie, die Kleine. Es geht ihr besser. Finny ist mit irgendwas kollidiert, in irgendwas reingerannt oder mit irgendeinem Wildtier hat sie gekämpft. Schaut mal. Ja, mein Mädchen, langsam nach langsam. Hier und hier nicht lecken, nicht da dran gehen. Zu große Risse in der Haut gehabt, in der kompletten Oberschale. Mussten wir ganz, ganz schnell zum Tierarzt die Löcher nähen lassen. Ja, und dann war es den ganzen Tag ganz schön instabil. Ist mal wieder, wahrscheinlich durch die Betäubung, in sich zusammengesackt. Aber jetzt hat sie eine Nacht sich ausruhen können, in meinem Schlafsack verbracht. Ja, jetzt glaube ich, geht es dir schon wieder besser, oder? Hm, Mädchen, alles gut? Ja, ein bisschen bedeppert ist er noch. Wir werden jetzt aber probieren, unser Zeug hier zusammenzuraffen, das Boot zu laden. Und dann geht's raus in den Herbst. Der Herbst hat Einzug erhalten. Es ist richtig kalt geworden nachts. Tagsüber haben wir Hochdruck. Ja. Girlmädchen? Ja, natürlich schauen wir nach dir. Ja, ein Hund ist halt sowas wie ein Kind, ne? Der beste Partner. Wenn der Hund was hat, wird einiges dann mal schnell fallen gelassen, damit es ihm wieder besser geht. Ja? So, Jungs und Mädels, wir packen jetzt unser Zeug, Finny, oder? Wollen wir los? Bist du fit? Bist du fit? Genau. Gehen wir raus? Wir packen jetzt unser Zeug und nehmen euch mit. Zeigen euch ein bisschen, was wir machen. Genau so. Ja, wir fahren jetzt wieder los. Abfahrt! Ich grüße euch bei mir auf dem Boot. Finny geht's schon wieder etwas besser. Die chillt vorne in der Sonne. Ich hoffe, dass da alles gut wird. Hier draußen mit solchen offenen Wunden, als wurde ja alles vernäht. Die Löcher, die sie hatte in ihrer Decke. Und ich habe es möglichst gut abgetaped. Ist immer gefährlich. Ja, ihr seht ja im Hintergrund diese kleinen Schaumkronen. Der Fluss steigt jetzt vielleicht 20, 30 cm. Das müssen wir ausnutzen. Hinter mir sind meine Gäste im Schlepptau. Ja, und jetzt suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen. Es ist immer noch tagsüber sehr, sehr warmes Wetter für Mitte November, absoluter Wahnsinn. Ja, und während der Fahrt kann ich euch nur eins wärmstens empfehlen, so eine Flasche Weihfood am Start zu haben. Da könnt ihr ganz bequem und lecker euch eine Mahlzeit reinballern und verschwendet keine Zeit fürs Essen kochen. Und abend, wenn das Camp dann aufgebaut ist, dann werden wir auch den Grill anmachen. Geht's dir gut, Finny? Ja, wir grüßen euch aus dem Steilhang. Wir haben ein schickes, hoffentlich auch Bisse bringendes Plätzchen gefunden. Hier oben seht ihr ja überall Steilufer, was permanent abbricht.
Finny kämpft da schon mit einem Stöckchen, ja. Hier kann man ganz, ganz schwer nur vom Ufer aus angeln. Aber diese Plätze sind oft gute Plätze, wo sich nicht jeder hinhockt. Hat man gute Chancen auf gute Fische, vor allen Dingen jetzt zu dieser schwierigen Phase. Armin und Willi, die probieren oben irgendwie ein paar Zweigchen zu entfernen, dass wenigstens die Zelte und Liegen einigermaßen in den Steilhang passen. Nach unten haben wir einen riesen Unterwasserwald. Da plane ich drüber zu angeln, also als Umlenker für unsere Schnüre. Die Bäume nehmen ein bisschen Druck aus dem Wasser, von der starken Strömung, die hier vorbeiballert. Und nach oben das Gleiche, ja. Also kein einfaches Areal, aber definitiv ein Areal, wo große Fische zu Hause sein werden. Wir probieren es aus. Die erste U-Posen-Montage sitzt direkt hier hinter diesem großen Baum. Eignet sich perfekt als Dreckfänger und auch um die ablaufende Schnur, die Schnur, die direkt zum Grund führt, meiner Montage perfekt verstecken zu können. Da habe ich auch keine großen Umlenker oder irgendwas reingebaut, denn der Baum erzeugt Wasserverwirbelung am Grund und wenn meine Schnur knapp darüber läuft, wird der Wels den Braten nicht riechen. Wir haben hier am Angelplatz komplett an diesem langen Naturufer eine Wassertiefe zwischen 6 und 7 Metern und haben dieses Areal sehr weitläufig flussab und auch flussauf mit unseren Montagen versehen, mit unseren Fallen bestückt. Ja. Hier oben seht ihr gerade zwei Schnüre laufen, sehr, sehr weit nach unten. Da fahren wir jetzt mal hin und da zeige ich euch, was ich da gemacht habe. Damit der Druck, es ist ja richtig Druck jetzt auf den Ruten drauf, wenn die Schnüre so hoch über der Wasserlinie gespannt sind, sich nicht auf die Montage ausübt. Das ist ganz wichtig. Denn je mehr Druck eure Angelschnur ins Wasser überträgt, desto eher wird die Falle auffällig, fängt an unter Wasser zu vibrieren und der Waller wird den Braten riechen. Aber ein ganz spannendes Ufer, ein tiefes Ufer jetzt in dieser herbstlichen Zeit. Viel Totholz drin. Die Bäume bei jedem Hochwasser, bei jedem Wasseranstieg brechen hier immer wieder die Bäume ins Wasser rein, bleiben dann drin liegen, bleiben drin zurück und bieten halt so den optimalen, ja, optimale Versteck- und Jagdmöglichkeiten für die Welse. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Von hier aus seht ihr unseren Angelplatz überhaupt nicht mehr. Mein Boot ist perfekt in den Bäumen hinten drin versteckt. Auch so ein Boot, was am Ufer verankert ist, erzeugt ja eine Wasserverwirbelung, ist ein Fremdkörper plötzlich hier im Revier. Und das checken die Wels. Und deswegen achte ich immer drauf, dass ich schön unauffällig mein Boot ins Ufer reindrücke, wenn wir vom Ufer aus angeln, damit sie es nicht checken. Ja? Und jetzt ungefähr 300 Meter flussab, vielleicht sogar 350 Meter könnten es sein, sitzt meine weiteste Montage hier unten genau in der Kurve. Wo der Fluss eine Kurve zieht, da unten sitzt sie drin. Und da zeige ich euch mal, wie ich das gemacht habe, damit ich den Stein nicht verziehe auf der weiten Angelentfernung und keinen unnötigen Druck auf meine Hauptschnur bekomme. Mit solch einem System ist es möglich, sehr weite Angelentfernungen zu überbrücken und dabei den Druck auf eure ausgelegte Montage möglichst gering zu halten im unteren Bereich. Ich habe mir, nachdem ich die U-Pose abgesetzt habe, einen Schwimmer auf meine Hauptschnur gesetzt. Seht ihr hier? Hier unten geht es zur Grundmontage, zur Steinmontage. Diese Schnur ist komplett gespannt, die läuft hoch zu meiner Rute.
Und hier die untere Schnur, die runter zum Stein läuft, ist richtig schön entspannt. Also ich will jetzt nicht sagen schlaff, aber läuft mit ganz wenig Druck, mit ganz wenig Spannung hier ins Wasser rein. Wenn der Wels jetzt beißt, überträgt sich der Druck komplett auf meine Rute, auf die Glocke oder den Bissanzeiger, den ihr einsetzt. Ich fahre dann mit dem Boot hier runter, dem Fisch hinterher. Hier vorne habe ich eine 30er Reißleine eingebaut. Also dieser Umlenkpunkt von der Montage reißt dann ab und ich kann den Fisch frei drillen. Um die Reißleine an der Montage zu fixieren, nutzen wir unsere kleinen Clips. Die sind jetzt im Herbst ganz neu auf den Markt gekommen. Und die sind wirklich perfekt, weil die durch ihren Durchmesser später im Drill ganz perfekt auch über euren Schlagschnurknoten rutschen. Sind innen glatt gestaltet, also können die Schnur nicht irgendwo beschädigen. Und ganz effektiv in der Anwendung. Nach dem Ablegen der Montage setzt ihr das Knicklicht in euren Schwimmer. Achtet darauf, dass die Spannung runter zum Stein schön schlaff ist. Setzt den einfachen Schlag über das Knicklicht zur Fixierung, zur Positionierung. Und dann kommt unser Clip hier zum Einsatz. Schaut mal, wie schnell und einfach ihr den einsetzen könnt. Geht rucki zucki und läuft schön frei und sauber auf eurer Schnur. Ja, so einfach und effektiv ist es, das Angeln auf weiten Entfernungen, bei dem ihr eure Hauptschnur auf weiten Wegen aus dem Wasser raus haben möchtet und trotzdem nicht zu viel Druck auf euren Köder, auf eure ausgelegte Steinmontage über die ablaufende Schnur ausüben wollt. Hier ist die zweite Montage flussabwärts gesehen, auch wieder mit dem Clip, der Schwimmer gebremst, kleines Stück Reißleine oben dran und direkt hier über diesen riesigen Baum umgelenkt, damit wieder lange Bereiche der Schnur über der Wasseroberfläche laufen und uns nicht beim Wallerangeln verraten. Und ich zeige euch mal, was ich da in den Baum gebaut habe. Ich habe uns da einen Umlenker reingesetzt, am Baumstamm fixiert, der sauber und sicher die Schnüre leitet. Auf dünne Äste lege ich ja öfters meine Schnüre auch auf, aber diese starken Äste, teilweise auch mit scharfen Kanten an den Abbrüchen, da war mir es dann doch ein bisschen zu heiß. Dann irgendwann gibt auch die beste Hauptschnur auf. Ne? Aber mit so einem Umlenker im Baum drin sollte funktionieren. Das ist die dritte Falle. Auch hier habe ich noch den Schwimmer zum Entspannen der herablaufenden Schnur eingesetzt. Bei der kürzesten Route verzichte ich auf diese Schwimmer. Die haben wir direkt in die Baumkette, hinter der unsere Boote am Steilhang verankert sind, reingelegt. Und der Baum im Wasser erzeugt auch so viel Wasserwiderstand. Das kennen die Fische. Das ist ein natürliches Hindernis, ein natürlicher Gegenstand hier im Wasser. Und da können wir schön die Schnüre verstecken. Und in dem Fall habe ich auf den Schwimmer verzichtet, weil einfach auch die Angelentfernung nicht so weit ist. Ja, so schaut's aus, so ist unser Plan. Spannender, vielleicht nicht ganz einfacher Angelplatz. Oben haben wir ein Zelt, wie so ein Hanghuhn aufgebaut. Das zweite obendran. Nur das Nötigste haben wir ausgepackt. Die Ruten bleiben auf dem Boot stehen. Am Ufer haben wir keine Chance, die Ruten zu stellen. Aber für eine schnelle Probenacht hier im Naturufer ist das doch alles easy going. Alles gut. Fein, Mensch. Alles gut.
seht dann den Leuchtball. Er wird jetzt täglich immer voller. Ich glaube, in 2 Tagen haben wir Vollmond. Jetzt die Phase zum Mond hin. Ist wirklich eine ganz, ganz magische Angelzeit. Er hält große Bereiche jetzt hier am Flussufer. Bin gespannt, ob wir einen dicken kriegen werden. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so vom Vollmond haltet. Oder ob ihr vielleicht sogar eure Fischerei nach dem Mond, nach den Mondphasen ausrichtet. Ich jedenfalls bin da wirklich schon etwas mondsüchtig. Ja. Ich plane jetzt nicht immer meine Wallertouren nach dem Vollmond und dann nach der Vollmondphase. Aber ich versuche doch, wenn es geht, diese Zeit zum Vollmond hin und wieder die abnehmende Mondphase nutzen zu können. Vor allem beim Meeresangeln, ja, beim Heilbuttangeln ist der Mond oder die Vollmondphase ja ein absoluter Fischbringer, weil es am Meer in diesen Zeiten den höchsten Tidenhub gibt. Ja, und auch beim Welsangeln konnte ich in den vergangenen 20 Jahren zur Vollmondzeit viele, viele Ausnahmefische fangen. Ich glaub an den Leuchtball da oben. Bin gespannt, ob der Plan jetzt hier im Naturufer aufgeht. Die Köder locken jetzt direkt im Holz, also hinter den ganzen versunkenen Bäumen. Die Bäume fungieren als Dreckfänger, also ich habe jetzt keine Angst, dass uns jetzt in dieser leicht steigenden Phase irgendwelches Treibgut, was sich jetzt vielleicht irgendwo am Ufer lösen könnte, irgendwo in die Köder treibt, in die ausgelegten Schnüre treibt. Bin gespannt. Und wenn das nicht funktioniert, gehen wir morgen in die Steinpackung. Das sind auf jeden Fall die Bereiche, die jetzt in der kälteren Jahreszeit beim Welsangeln immer wieder Fische bringen können. Der ist schon fast da, aber es ist ein großer Fisch. Schwimmt schwer, merkst du ja. Ja, ja. Kleine. Schwimmt schwer, lass ihn schwimmen. Großer Fisch hier im Naturufer. Wenn du dann kurz vom Wirbel bist, nur noch halten, bis die Rute langsam hochkommt und bis er irgendwann mal Luft schnappt. Bis zum Wirbel siehst du ja unten gelben Schlauch, kannst du noch kurbeln. Einfach halten. Alles gut. Kannst zurück mit der Rute. Die Solid hält was aus. Ja, ja. Da passiert gar nichts. Lass dir lassen. Wenn er gehen will, geht er. Er will noch nicht hoch. Genau, machst du jetzt super. Ist er großer? Was? Großer? Na klar, das ist ein großer. Was denkst du, was das ist? Ein kleiner. Das ist dein größter, den du bis jetzt gefangen hast. 100%. Aber noch haben wir nicht im Boot, deswegen ja. Entspann dich, hoch die Schräge hier, lass ihn gehen. Der Chino hat im November T-Shirt an. Ja, machst du Video? Na, was soll ich denn sonst machen? Okay. Nachkurbeln, noch haben wir nicht im Boot, schön mit Gefühl. So, jetzt kommt er gleich das erste Mal hoch, oh ja, und 2 plus. Einfach halten, genau. Ist ein 2 plus. Chino Dino. Die ansteigende Fahrt mit dem Fluss gut genutzt. Schönes Naturufer abgelegt. So. Lassen langsam Luft schnappen. Ein bisschen kurbeln kannst du noch, 30 cm siehst du ja, und dann einfach nur langsam mit der Rute zurückgehen. Und wenn er kommen will, kommt. Dann schnappt er mit Luft, dann geht er nochmal runter. Lassen trampeln. Alles gut, schön halten. Lassen Luft holen. Noch freies Wasser. Schöner zu Fuß. Wahnsinn. Achten, nicht ans Boot ranlassen, immer vom Boden weghalten. Weghalten, genau. Das ist die Zeit.
Nachpumpe. Super. Und? Super. Ganz ein anderes Kaliber. Hier läuft die Soße rund im November, wo andere schon Schlitten fahren. Ja. Ah, Bombe. Alter Falter, was da los ist. Schön halten, großer Fisch, Tino. Ist dein PB. Richtig großer Kopf. So, Jungs, ich geh jetzt mal raus, pass auf, was klappt. Ja, greifen hat geklappt. Chino hat sein PB. Zeig mal den Schwanz hinten. Und junger Mann? Top. Wie lange hast du jetzt geangelt am Po? Heute? Maximum ja, 2,5 Stunden. Ja, bist ja erst angekommen. 2,5 Stunden. Bombe. Glück gehört immer dazu. Aber auf deinem T-Shirt steht ja, du bist der geilste Angler der Welt. Top. Danke, Petri, Stefan. Oh. Posen. Na, Petri, heil, Chino. Ihr wart ja auf dem Boot dabei. Ja. Die erste Aktion jetzt gleich bringt für dich schon 2,20. Das Wasser steigt langsam. Ist immer noch sehr, sehr warm. Aber das sind die Herbstbollen. Ja. Tagsüber warm, nachts kalte Nebelnächte. Aber der absolute Wahnsinn. Da gehört dann auch immer so ein bisschen Glück mit dazu. Finny geht es zum Glück ein bisschen besser. Und der Fisch war wirklich so der Lohn oder die Wiedergutmachung für die Aktion. Petri, Chino, danke, das haben wir gut gemacht. Super. Mega. Ja, wir sind schon wieder auf dem Boot. Wir haben alles zusammengerafft. Ein guter Fisch kam ja. Der Chino komplett verrückt, so aufgeregt im T-Shirt. Hier nachts aufs Boot. Aber ihm ist, glaube ich, ganz warm geworden im Grill. So, ich werde jetzt den nächsten Spot suchen. Tiefe Packung. Schaut mal. Ich werde jetzt probieren, direkt in die Höhle des Löwen zu angeln. Also richtig tiefes Angeln. Ich vermute, die Fische tief abliegen. Dieser kurze Wasseranstieg drückt noch ein bisschen nach, aber der Fluss hat überhaupt nicht eingetrübt. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir nur wieder gucken, ob wir hier irgendwie ans Ufer kommen. Vom Boot zu angeln wäre jetzt kein Problem, aber mit meinen Gästen im Schlepptau müssen wir uns irgendwo jetzt hier definitiv Plätzchen finden, wo wir wieder Hanghuhn spielen können, ja. Aber das sieht ja ganz nach unserem Geschmack hier aus. Ja, mit dem Platz da unten, den wir uns eben angeschaut haben, schöner tiefer Zug, aber wir sind da nicht rausgekommen. Der oberste Bereich, wo Lehmufer war zum Anlegen von Booten, hätten wir fast 400 Meter ziehen müssen bis in das tiefe Wasser. Und jetzt haben wir aber was Spannendes gefunden. Wir befinden uns jetzt direkt auf dem Flachwasser. Das erste Mal hier auf einer Sandbank. Ja. Aber hier vorne seht ihr die Buhnenspitze. Und genau hinter der Buhne geht es runter auf 8 Meter. Auch ein tiefer Zug entlang der Steine. Und da werden wir probieren, und dann nehmen wir euch auch mit aufs Boot, zeigen euch das mal genau, wie wir das machen. Und da werden wir probieren, von hier da außen rum nach oben gegen die Strömung zu angeln. Ähnlich wie unten im Totholz. Wird noch ein bisschen spannender hier. Wir werden komplett fest angeln müssen, denn wenn die Schnur zusammenfällt, also ohne Reißleine diesmal, kommt alles auf uns zu. Wir müssen uns Umlenker reinbauen. Mal gucken, ob wir dort auch wieder einen dicken Fisch abholen können. Oh, da fliegt gerade. Da fliegt gerade ein Fasan durch die Hecken. Ich glaube, Finny hat hier Freunde gefunden. Der geht zum Glück wieder besser, der kleinen Maus. Muss nur aufpassen hier in dem Unterholz, dass sie sich dann die Nähte aufreißt. Das würde uns jetzt auch noch fehlen. Aber dranbleiben. Dranbleiben, weiter geht's. Camp aufbauen und dann fahren wir raus und zeigen euch, was wir da probieren. Und er würde schmecken zu Weihnachten. Ist ja nicht mehr lange hin.
erste Rute ist ready. Wir setzen auf Mikro-Uposen und Re-Uposen. Lange Vorfächer, ganz wichtig Schlagschnur. Das Zeus Universal Leader kommt hier zum Einsatz in den Stein. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir einen guten Ablagepunkt finden. Camp steht im Hintergrund. Drücken Sie die Daumen für den dicken Fisch hier in der Packung. Wir sind jetzt hier genau auf der Buhnenspitze drauf, zu unserem Lager. Hier geht die Steinpackung lang. Und wir müssen uns erstmal jetzt hier einen Umlenkepunkt bauen. Ein paar Schnüre kann ich auch über die Bäume hier lenken, aber wir müssen auf jeden Fall sicher angeln, falls da oben ein dicker Fisch kommt, dass uns die Schnur nicht in die Steine fällt. Gucken wir mal, ob wir das Ding hier irgendwo sicher verankert reinkriegen. Wir es wieder rauskriegen. So, auf Steine zum Festklemmen. Der Kopf ist auf jeden Fall hier sauber sitzt. Das passt. Wir bauen uns jetzt erstmal hier in der Packung einen Umlenkepunkt. Nehme ich gerne die Bomberhunter-Sticks. Das ist mir dann ein Bereich, wo ich die schön hier zwischen den Steinen reindrehen kann. Das auf jeden Fall hält. Wenn dann Bollermann einsteigt. Direkt darüber setzen wir einen wirklich starken Karabiner. Durch den läuft dann unsere Schnur als Umlenker. Keine Reißleine, diesmal nicht die Multiclips wie gestern im Totholz, sondern komplett fest umgelenkt die Montage. Circa einen Meter über der Wasserlinie angebunden, dass die Schnur dann schön nach dem Biss über die Steine gleiten kann. Ablegen hängt ihr jetzt eure Hauptschnur in den Karabiner, überprüft nochmal den Druck zur Montage, dass er nicht zu groß ist, Knicklicht oben drüber, Kontrolle, Schnur ist schlaff und dann geht es auf direkten Wege zurück.
Schönstes sonniges Wetter jetzt am späten Nachmittag. In 2 Stunden ist es schon wieder stockeduster. Aber der Herbst verwöhnt uns auf jeden Fall mit der Wetterlage. Und 3 Routen haben wir jetzt schon hinten um die Packung, wie ich es euch eben gezeigt habe, umgelenkt. Jetzt setzen wir noch genau eine auf die Buhnenspitze. Auch ganz spannend für euch zu Hause, für das Angeln in Deutschland, am Rhein, am Neckar, am Main, an der Elbe gibt es ja viele so Buhnenspitzen, wo auf der einen Seite drehendes, ruhiges Wasser ist, auf der anderen Seite die Strömung vorbeischnellt. Ja, und dann nehmen wir euch jetzt noch mal mit aufs Boot, zeigen euch, was wir da machen. Und dann lassen wir hier Ruhe einkehren und hoffen auf den nächsten Big Fish. Die Schnüre sind perfekt umgelenkt von unserem Platz hier hoch in die tiefe Steinpackung. Und eine werden wir jetzt noch direkt hier in der Beschleunigung am Buhnenkopf setzen. Seht ihr hier ganz deutlich im Hintergrund, wo das Wasser sich dreht. Hier draußen läuft die Strömung vorbei und hier drin steht das Wasser. Und solche Bereiche im Fluss sind immer spannende Angelbereiche. Egal auf was für eine Fischart ihr aus seid, Karpfen, Zander, Rapfen und natürlich auch Wels. So, und da werden wir jetzt noch einen, wenn man vom Teufel spricht, knallt es hier direkt am Buhnenkopf. Da sind, glaube ich, Rapfen unterwegs. Okay, dann werden wir jetzt noch einen Umlenker hier ransetzen und dann heißt es Daumen drücken. Für uns, wir hoffen und ihr müsst uns die Daumen drücken, dass es knallt. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Die Ruten sind scharf. Wir gesellen uns jetzt alle zusammen hier an ein gemütliches Lagerfeuer. Das gibt der Platz her. Die kalten Füße dagegen strecken. Und dann machen wir uns noch was Gutes zu essen. Und dann hoffen wir, dass heute Nacht noch ein dicker Fisch uns besucht. Ihr seid dabei. Bis später. Im Morgennebel, Wollsocken, ein schöner, yes, Herbst-Walli.
hier genau aus der tiefen Rinne. Wir schicken zurück die Jagdgründe. Petri. Petri, Dank. Ja, wirklich verrückt. Ich habe das Licht noch an hier, wo wir aus dem Zelt gestürmt sind. Ganze Nacht sehr, sehr ruhig. Und jetzt im Morgengrauen kommt die erste Aktion. Vielleicht auch die einzige jetzt für die nächsten Stunden wieder. Schaut mal. Alles richtige Suppe. Aber, wie sagt man so schön, besser Kleinwels als Keinwels. Weiter geht's. Ja, man glaubt es kaum, aber ist schon wieder alles im Boot verstaut. Wir haben 9 Uhr am Morgen und der Big Fish ist leider ausgeblieben. Ein kleiner Waller kam in der Packung im Morgennebel, besser klein als kein, aber es ist doch jetzt wirklich ein zähes Angeln. Ja. Also die Bissrate geht echt enorm in den Keller und es heißt jetzt einfach dranbleiben und weitermachen. Und wir brauchen jetzt definitiv für den Ritt, für den Move, flussauf in das Sauwetter rein. Es wird jetzt auch der Regen kommen. Eine gute Portion Power. Schaut mal. Ich habe mir von Holy extra für diese Zwecke eine große Dose von dem Power-Granatapfel hier organisiert. Da ist ein fetter Fisch drauf, ein Piranha. Und der wird uns jetzt helfen. Geht ganz schnell. Ganz easy going hier draußen. Ich hör auf. Den Schöpfer drin. Kommt in euren Shaker. Zack. Wasser drüber. Zack. Zack. Zuschrauben, shaken. Bam, bam, bam. Und schon habt ihr eine gute Portion Energie für die Bootsfahrt und wir holen uns jetzt den nächsten dicken Fisch. Schaut mal in der Videobeschreibung, Stefan5 ist euer Code, könnt ihr 5 Euro sparen. Wir haben bei Holy so ein cooles Taster Pack, da sind alle verschiedenen Geschmacksrichtungen drin enthalten. Da könnt ihr erstmal probieren, was euch am besten schmeckt und dann habt ihr auch Energie im Wasser, wenn ihr sie braucht. So, wir fahren weiter, Abfahrt. Boot ist gepackt und wenn man was findet, soll man ja ehrlich sein. Ich habe in der Packung, wo wir unterwegs waren, was Spannendes gefunden. Schaut mal. Vielleicht ist ja jemand dabei, der in dem Film jetzt hier seinen selbstgebauten Umlenker wiedererkennt. Unten ist so ein Schnurclip dran, oben drüber eine Gabel und unsere Umlenkstange. Cool, coole Idee dieses Ding, aber bei der Gabel müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die nicht rostet, denn sonst geht eure Schnur kaputt. So wie es bei den Originalgabeln von mir ist. Wird gleich alt sein, aber hier rostet halt nichts. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr es zurückhaben wollt, kein Thema, ich nehme es mal mit nach Hause. Könnt ihr euch bei mir melden. Schreibt es doch einfach in die Kommentare unten rein, wenn das wiedererkennt, euer Teil. Sowas darf man doch nicht in der Wildnis vergessen. So, und jetzt geht's weiter. Abfahrt. Wir sind im Camp angekommen. Alles mal wieder ein bisschen aufräumen, ordnen, neu packen. Und beim Hochfahren habe ich mir verschiedene Plätze angeschaut. Steinpackung, Naturufer, wieder Totholzbereiche im Fluss. Bin mir aber nicht ganz sicher, was jetzt in dieser doch schwierigen Phase der beste Plan ist. Ja. Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder einen Vorschlag oder einen Tipp. Das ist ja auch ganz spannend. Schreibt doch mal in die Kommentare vom Video, wie ihr jetzt vorgehen würdet. Ihr habt ja ein bisschen die Situation gesehen. Flaches, klares Wasser. Das Wasser wird langsam immer kälter. Außentemperaturen noch relativ gut tagsüber. Nachts wird es frisch. Ja, und das Beißverhalten der Welse. Wir wollen uns jetzt nicht beschweren, aber doch nicht ganz einfach.
Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr jetzt vorgehen würdet, welchen Platz ihr mir raten würdet für die nächsten Tage, für die nächste bevorstehende Nacht. Ich bin mal gespannt, was ihr machen würdet. Und ich werde dann mein nächstes Video genau nach so einem Platz planen. Also wenn mehrere Leute jetzt sagen, so und so würden sie vorgehen, ich werde es probieren und ihr seid dann natürlich wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielleicht schon mit eurer Platzwahl, die ihr mir vorgeschlagen habt. Viel Spaß am Wasser euch. Alles Gute, dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.